Rocky Balboa und Apollo Creed in der 12. Runde. Beide haben schon ziemlich verbeulte Gesichter. Und davor soll das Heck eures Krone Q-Liners geschützt werden. Und zwar mit Hilfe der von Krone entwickelten Roll Compression Buffer. Jeder Koffer, ob nun ein Krone Dryliner oder wie hier der Q-Liner, können ausschließlich von hinten B- und entladen werden. Sie müssen also immer und immer wieder rückwärts an die Rampe gesetzt werden. Und zwar möglichst parallel, denn am Rampenende kann es betonhart werden. Da Harald aber immer wieder leicht schräg aneckt, muss das Chassis an dieser Stelle besonders geschützt sein. Für diesen Schutz haben die Krone-Ingenieure ein wahrlich cleveres Stahlrollensystem entwickelt. Beim schrägen Andocken kann natürlich nur eines der beiden Rollensysteme kinetische Energie aufnehmen und in Verformungsenergie umwandeln. Und dabei bekommt naturgemäß die außenliegende Rolle das meiste Feuer ab. Der innenliegende Kunststoffkern wird dabei zwar deutlich verformt, geht aber nach Entlastung wieder in Gänze in seine Ursprungsform zurück. Nun aber zum großen Vorteil des Krone-Systems. Die Rollen sind einzeln austauschbar und können somit auch unterwegs, wenn keine neue Rolle vorhanden ist, untereinander ausgetauscht werden. Und da die Energie überwiegend vom Kunststoffkern aufgenommen wird, überlebt die zentrale Welle aus Stahl deformationsfrei und erlaubt so einen schnellen Wechsel der geschonten Innenrolle an die exponierte Außenposition. Die vier Sicherungsmuttern lösen, das gesamte Bauteil herausnehmen, den Sicherungsring entfernen und die Welle nach innen rausziehen. Jetzt tauschen die äußere und innere Rolle den Platz. Beim Wiedereinbau ist darauf zu achten, dass der Sicherungsring sichtbar außen liegt. In dem seit Mitte 2020 ausgelieferten, im Heckrahmen massiv verstärkten Chassis des Krone Q-Liners ist die Nachrüstung des Roll Compression Buffers problemlos möglich. Das Lochbild ist natürlich schon vorhanden. Außerdem erlaubt die sehr schmale Bauform des Roll Compression Buffers, dass die Aufstiegsleiter unmittelbar unterhalb der Rollen verbaut werden kann und somit im Außenbereich des Chassis liegt, wo die in der Schleusendichtung integrierten Handgriffe sicher erreicht werden können. Safety first für Mensch und Maschine, kurzum Krone Q-Liner.